Hallo zusammen. Es ist nun wieder Zeit für ein Passaround, und zwar hat die Firma Brandners Homestyle hier ein Messer von Tom Fleury rumgeschickt. An der Stelle erstmal vielen Dank an Brandners Homestyle für das Vertrauen. Und falls ihr euch für das Messer interessiert, dann schaut mal in der Infobox nach, da habe ich die Bezugsquelle verlinkt. Das Messer geht nach dem Passaround wieder zurück an Brandners Homestyle, beziehungsweise vielleicht geht es ja auf dem Versandweg auch verloren. Nein, im Ernst, es geht natürlich zurück. Aber kommen wir gleich mal zu dem Messer, beziehungsweise fangen wir mit der Verpackung an. Wir haben hier so gewellte schwarze Pappe, vorn steht nur Tom Fleury drauf, also sehr schick, macht auch als Geschenk einiges her. Und wenn wir die aufmachen, dann sehen wir das Messer hier in auf so einem Schaumstoff, PU oder was auch immer, PE, keine Ahnung. Und dann haben wir hier so ein kleines Zertifikat mit einer Nadel. Und da stehen halt so ein paar Basic-Informationen auf Französisch und auf Englisch. Unter anderem, dass das Messer für die Lebensmittelzubereitung gedacht ist und nicht als Bastel- oder Arbeitsmesser. Aber gut, das hätte man sich ja auch schon fast denken können. Kommen wir mal gleich zu dem Messer. Und da lasse ich jetzt ein paar Bilder sprechen. Also ich finde es wirklich wahnsinnig elegant gemacht und wirklich ziemlich kreativ. Da ist also nicht nur Roland Lanier gerade sehr kreativ, was die Griffmaterialien angeht, sondern jetzt auch Tom Fleury. Also ich bin da richtig, war richtig geflasht, als ich das ausgepackt habe. Also ich glaube, ich habe schon sehr lange kein so elegantes Messer mehr gesehen. Also das ist halt wirklich perfekt, wenn man abends im Anzug noch unterwegs ist, Essen ist und es dann rausholt, da passt das wirklich hervorragend. Und ich denke auch gerade für Uhrenliebhaber dürfte das ziemlich ansprechend sein. Ich persönlich finde es auch ziemlich cool und das Ganze sage ich, obwohl ich noch nicht mal wirklich viel mit Uhren anfangen kann. Ja, also diese Idee, in dieses Griffmaterial Uhrenelement oder Bauteile von Uhren zu verbauen, einfach genial, ganz ehrlich. Ja, das ist wirklich sehr, sehr belohnt. Da kann ich nichts Negatives sagen. Zu dem Übergang hier, da sage ich jetzt erstmal auch nichts. Ich bin mir sicher, dass der Klaus, der nach mir dran ist, da eine Meinung zu haben wird. Mich persönlich stört sowas ja nicht so sehr. Machen wir das Ganze mal auf. Und jetzt sehen wir, dass das Ganze eine Tierform ist. Und das gleiche Messer gibt es auch noch als Le Sharp. Das hat dann den gleichen Griff und eine Wharncliffe-Klinge. Und da hat er gerade die Klinge hier genommen und umgedreht und dann halt einfach hier angeschliffen. Preislich liegt das Messer übrigens bei 240 Euro, beziehungsweise das Le Sharp. Das Le Tier habe ich jetzt auf der Brandners Homestyle-Seite gar nicht gefunden, aber ich gehe stark davon aus, dass es sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen wird. Und das Messer wird in größten Teilen in Handarbeit hergestellt. Von daher finde ich diesen Preis mit 240 Euro sehr, sehr fair. Man darf nicht vergessen, dass es in Frankreich ähnliche Stundenlöhne gibt wie hier in Deutschland. Und wenn da jemand mehrere Stunden, vielleicht sogar einen Tag an so einem Messer sitzt, dann ist 240 Euro wirklich ein sehr, sehr fairer Preis. Es gibt allerdings nicht nur Positives zu berichten, sondern auch so ein paar Kleinigkeiten, die mir negativ aufgefallen sind. Als erstes wäre da so ein bisschen die Verarbeitungsqualität. Und das scheint mir so ein allgemein französisches Problem zu sein. Also viele Messer, die ich aus Frankreich sehe, die in großen Teilen in Handarbeit gefertigt werden, sind nicht perfekt verarbeitet. Auf einem Niveau, wo ich sagen würde, das ist noch absolut in Ordnung alles, also so, dass ich da mich nicht dran störe. Aber ich habe auch nicht die Erwartungshaltung. Und ich glaube, die Erwartungshaltung ist das Stichwort hier. Wenn man jetzt erwartet, dass so ein Messer hier von der Verarbeitungsqualität mit einem, sagen wir einfach mal, Wii Knives für 250 Euro mithalten kann, dann wird man, glaube ich, enttäuscht werden. Die Wii Knives sind wirklich hervorragend verarbeitet. Allerdings haben die meiner Meinung nach auch lange nicht so viel Charme. Die purzeln in China aus einer CNC-Fräse raus. Und hier wird in Handarbeit hergestellt und dann fließt das Geld einfach in die, erstens die Kreativität und zweitens einfach auch in die Arbeitsstunden. Das heißt, man bezahlt hier die Manpower und nicht die Maschinenzeit, was ich irgendwie persönlich besser finde, aber das muss jeder am Ende für sich entscheiden. Was ich gemeint habe mit der Verarbeitungsqualität ist, hier vorne haben wir so eine kleine Stelle bei dem Nagelhau. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das eingefangen bekommt. Und wenn ich es zumache, die Klinge ist weitestgehend zentriert, aber irgendwie so 10% off. Absolut nicht schlimm, stört mich persönlich jetzt gar nicht, aber das ist, wie gesagt, so eine Frage der Erwartungshaltung. Und hier hinten, da mache ich es nochmal auf. Da sieht man auch, dass die Übergänge nicht ganz perfekt sind, also das sind ganz leichte Spalten. Wie gesagt, das sind so Sachen, die mich persönlich überhaupt nicht stören und ich sehe hier nur ein wahnsinnig elegantes Messer mit viel Charme und das auch ein bisschen Individualität mitbringt, weil einfach jedes Messer irgendwo so ein paar ganz
kleine andere, ich will es jetzt nicht Mängel nennen, aber so ein paar ganz kleine andere Sachen hat, die irgendwo anders sind, was einfach Handarbeit ist, das merkt man daran. Von daher stört mich das nicht. Die Klinge wackelt übrigens überhaupt nicht, also sitzt bombenfest. Da kann man aus technischer Sicht nichts Negatives sagen. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist das Logo hier. Und zwar ist es nicht rein gelasert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das sehen kann. Vielleicht mit einem weißen Hintergrund. Keine Ahnung, ich bräuchte jetzt eine Taschenlampe. Das ist auf jeden Fall durchgesägt, durchgefräst, durchgelasert, keine Ahnung. Und ich denke mal halt, wenn man hier ein bisschen Früchte schneidet, dann könnte es durchaus auch passieren, dass der Fruchtsaft mal da reinläuft. Ist es beim 14C28 nicht wahnsinnig schlimm? Das gleiche auch hier vorne mit der Nagelkerbe. Da dürfte man über kurz oder lang ein paar Essensreste drin haben. Das sollte man einfach beim Reinigen berücksichtigen. Und noch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist die Klingenspitze. Also das Messer ist insgesamt sehr fein und gut angeschliffen. Wir haben hier 0,2 mm in der Schneidphase, was wirklich ein fast fantastischer Wert ist. Also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Slicer. Aber die Spitze hier vorne, die ist nicht angeschliffen. Also so ab hier ist es stumpf, also in diesem Bereich, die vorderen, sagen wir 5 mm. Also ihr merkt es vielleicht, ich kriege da noch nicht mal Halt. Wenn ich am Fingernagel vorne, keine Ahnung, ob ich das irgendwie gezeigt bekomme. Also es ist halt wirklich komplett stumpf. Das ist für mich persönlich jetzt kein Problem. Also ich würde jetzt einfach bei dem Sharpmaker oder Wicked Edge oder sonst was abziehen. Würde mir allerdings wünschen, dass sie da ein bisschen mehr Liebe ins Detail stecken oder wie auch immer man das sagen möchte. Also dass sie da nochmal ein bisschen mehr Mühe sich geben. Weil es wirklich ein sehr, sehr schickes, elegantes Messer mit wahnsinnig viel Charme ist, extrem kreativ. Und dann gibt es noch so ein paar ganz kleine Kritikpunkte, wo ich halt wirklich finde, dass dann, wenn sie das noch ausmerzen würden, dann würde ich sagen, 10 von 10 Punkten, komplett abgeholt, Wahnsinnsmesser. Für 240 Euro das zu verkaufen mit dem ganzen Stundenlohn, den man da reinstecken muss, um sowas fertigzustellen, mit der ganzen Kreativität, da zahlt mir auch die Idee mit und so weiter und so fort. Da finde ich das wirklich sehr, sehr fair für 240 Euro. Wenn sie das, die letzten Details hier noch machen würden, ich so bei dem Klingenrücken ein ganz kleines bisschen mehr ins Detail gehen und ein bisschen mehr Mühe geben würde oder hier vorn, dann würde ich halt wirklich sagen, sie haben 10 von 10 Punkten. Auch so eine Sache, die, und das ist, glaube ich, sogar mein größter Kritikpunkt, hier unten ist noch so eine Lederhülle dabei. Und ich glaube, auch da lasse ich einfach mal die Bilder sprechen. Und das ist für mich eher so ein bisschen, und es klingt jetzt vielleicht böse und ja, es ist einfach lieblos gemacht. Das sieht aus wie eine kleine Bastelarbeit von irgendwelchen kleinen Kindern. Und das, finde ich, hätte nicht sein sollen. Also ich finde das, da muss man das halt einfach maschinell ausschneiden oder mit einer Schablone ausschneiden oder irgendwie, dass das Ganze rund ist und man nicht irgendwie so eine komische Form hat und dass dann hier auch die, dass das auf der einen Seite übersteht und die Naht ungleichmäßig ist. Also das, bei der Lederscheite, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen sowas wie geärgert. Also das, ich packe sie weg. So, lassen wir das Thema. Beachten wir einfach nur das Messer, weil das ist wirklich sehr, sehr schick und das hat mich halt wirklich ziemlich überzeugt. Da könnte ich tatsächlich mal schwach werden noch. Und ich bin eigentlich der Meinung, ich habe genug Messer. Aber schaut euch einfach mal diesen Griff hier an. Und selbst als Nicht-Uhrenliebhaber finde ich das einfach nur extrem gelungen. Wir haben übrigens noch in der Mitte einen Zwischenstopp bei circa der Hälfte. Als kleine Sicherheitsfeatures verriegelt nämlich nicht. Aber er hat es ja auch schon in das Zertifikat und in das kleine Handbuch mit reingeschrieben. Das ist ein Messer für die Lebensmittelzubereitung. Also das ist kein Bastelmesser. Und wenn ich da abends im Restaurant irgendwas schneide, mein Abendessen, dann wird das definitiv auch nicht zuklappen. Da würde ich mir keine Gedanken machen. Trotzdem, falls man doch mal auf die Idee kommt, da irgendwie ein bisschen was Falsches damit zu machen, hat man hier nochmal so einen Zwischenstopp, was eine feine Sache ist. Also insgesamt würde ich sagen, wenn er noch ein bisschen mehr Mühe sich gibt bei den Detailsachen, also der Anschliff noch ein bisschen besser. Ja, an sich ist es scharf, das ist halt wirklich nur vorne die Spitze und hier den Spaltmaß noch ein bisschen verringert und bei der Lederhülle, wenn er da deutlich nachbessern würde, würde ich halt wirklich sagen, 10 von 10 Punkten komplett abgeholt, ganz klare Kaufempfehlung. Und so muss ich halt sagen, es ist wieder so ein sehr charmantes Messer, ein sehr cooles Messer, sehr interessantes Messer, sehr kreatives Messer.
was die 240 Euro definitiv auch wert ist. Aber ich würde mir halt wünschen, dass sie da noch ein ganz kleines bisschen nachbessern. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.